Ich wette diesen schwarzen Fineliner darauf, dass ich mich jetzt umdrehe und das Ding steht da. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu einem Spiel namens The Mannequin. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen auf diesem Kanal den Horror vernachlässigt, aber das hier ist mein Angebot, um zumindest so ein bisschen den Horror zurückzubringen. Denn das hier ist, wer hätte es gedacht, welche Überraschung, ein Horrorspiel, wo es um einen Mannequin geht, also um so eine Schaufensterpuppe. Die sind echt ziemlich unheimlich, finde ich zumindest. Ich weiß nicht wirklich viel darüber, ich weiß nur, es soll gar nicht mal so schlecht sein. Und deswegen spielen wir heute The Mannequin. Ich starte das Spiel. Und weil das Spiel keine Bewertung hat, das ist die Empfehlung. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel so hart wird. Also ja, ich drücke auf Continue. Und man spielt das am besten mit Kopfhörern. Genau das tue ich. Und wir haben kein Voice Acting, das heißt, ich muss die Untertitel vorlesen und währenddessen noch übersetzen. Also ja, das wird lustig. Mal schauen, ob man am Ende überhaupt versteht, worum es geht. Das hier ist die Steuerung. Das Spiel denkt irgendwie, ich hätte einen Controller angeschlossen. Hier unten ist nämlich A für Select. Ich habe keinen Controller an den Rechner angeschlossen. Ich habe Maus und Tastatur. Das heißt, ich benutze das hier. So, sind wir bereit? Wir sind bereit. Los geht's. Ich muss mir vorher das kurz angucken, sonst wird es nachher peinlich. Okay. Two Tails. Das sind die Entwickler. Präsentiert. The Mannequin. Das geht echt auf den Hals. Okay, diese verdammten Schlüssel. Einer davon muss der richtige sein. Aha. Ich würde gerne eine Frauenstimme machen, aber ich kann das nicht. Ich weiß, es ist eine Frau, aber ich krieg das nicht hin. So. Wir tätigen einen Anruf. Hey Papa, ich bin's. Ich bin jetzt am Haus. Bin gerade reingelaufen. Okay. Danke dafür, dass du das machst. Finde ich echt super geil und super nice. Bist die Beste. Kein Problem, bist du immer noch... Okay. Okay. Er ist anscheinend bei einer Beerdigung oder sowas. Ja, ist verständlich. Hier drin ist es so unglaublich dunkel. Und hier drin hat es auch Spinnweben. Das ist schön. Okay, passt drauf auf. Ich kann mir nur vorstellen, wie es da drin aussieht. Keiner war seit Ewigkeiten hier drin. Das heißt, das hier ist ein Haus, was ich geerbt habe? Fragezeichen? Ja, ein bisschen vielleicht. Wie lange ist dieser Ort leer? Okay, meine Mutter hat es im Jahr 58, aber sie hat nie drin gewohnt. Aber sie wollte es auch nicht verkaufen, hat nie gesagt, warum. Okay, jetzt, da sie weg ist, gehört das Haus uns. Und seitdem ist es leer. Ich würde gerne anfangen zu laufen, aber ich kann nicht laufen und gleichzeitig lesen und übersetzen. Deswegen machen wir das jetzt so. Okay, das ist auch der Grund, warum du hier bist. Wir müssen das hier irgendwie sauber machen, bevor wir einen Wert schätzen lassen können. Okay, wenn das so weitergeht, dann mache ich wahrscheinlich das meiste aufgeräume. Wie lange denkst du, dass das noch dauert? Und wir haben kein Netz mehr. Ich schätze, ich muss mich umsehen. Also F ist Taschenlampe. Und das Haus ist wirklich ziemlich dunkel. Anscheinend haben wir auch keinen Strom. Weil natürlich nicht. Also ja, ich beginne meine Erkundungstour durch das geerbte Haus. Bevor ich da hochgehe, weil das sieht überhaupt nicht schön aus. Ich gehe erstmal hier rein. Okay. Und warum sind die Fenster verbarrikadiert? Oder ist das ist einfach nur schlechtes Wetter? Oder sind die Fenster einfach nur so dreckig? Keine Ahnung. Okay, hier hat es eine riesige Spinnwebe. Hat eigentlich schon mal jemand, ich frage mich das immer, wenn ich solche Spiele spiele, schon mal eine Spinnwebe gesehen, die so groß ist? Weil ich nicht. Also wenn wirklich einer von euch Spinnweben hat, die so groß sind, das ist vielleicht ein Problem. Okay. Ich weiß nicht, ob einfach nur furchtbar schlechtes Wetter ist oder ob die Fenster verbarrikadiert sind. Keine Ahnung. Ich laufe einfach mal weiter. Ich weiß auch nicht wirklich, ob es hier Rätsel gibt. Aber ich weiß, es ist furchtbar dunkel. Weil die Frau nur auf dem Boden leuchtet und nicht direkt nach vorne. Also ja, ich glaube nicht, dass es hier drin viel mehr gibt. Geht eigentlich... Welche Überraschung. Der Strom geht nicht. Ist ein Horrorspiel, der Strom geht nicht. Gibt es da eine Connection? Bin mir nicht ganz sicher. Wir haben einen Keller. Ich gehe erstmal nach oben. Natürlich haben wir einen Keller. Okay, die Fenster sind nicht verbarrikadiert. Das ist nur furchtbar schlechtes Wetter. Habe ich verstanden. Und wir haben auch gleich mehrere Stockwerke. Das ist ja ein Ding. Jo. Das Haus muss definitiv aufgeräumt werden. Ja, da hast du recht. Ich habe gerade eine Tür aus den Angeln gedrückt. Ich bin stark. Was war das? Das kam von oben, oder? Das klang, als ob über mir irgendwas rumrennt. Habe ich durch das laute Türöffnen irgendwas aufgeweckt? Zum Beispiel ein Mannequin. Möglich wär's. Die ist zu, welche Überraschung. Das heißt, ich kann nur nach oben. Das ist der intendierte Weg. Ich gehe mal nach oben. Wie viele Stockwerke hat das Haus? Die Hütte ist riesig, yo. Und die Lampe ist quasi nutzlos. Aber natürlich ist sie, das ist ja ein Horrorspiel. Okay, die ist sowas von zu. Und
das ist der Darkroom, der muss zugelassen werden. Anscheinend. Okay, ich fühle mich irgendwie verfolgt, aber bis jetzt kein Grund zur Sorge. Ich meine, das, was man gehört hat, könnte auch nur eine ziemlich große Ratte gewesen sein. Oder Großmutter, die doch noch hier wohnt. Keine Ahnung, hier gibt es sonst nichts. Okay, Darkroom keep shut. Ich kann da auch nicht rein, ich kann das Ding nicht wegmachen. Ist, glaub, auch besser so. Und die hier ging ja nicht auf. Ich gehe nochmal weiter hoch. Wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll. Ich laufe einfach mal in der Gegend rum. Und suche irgendwas, schätze ich. Ich habe irgendwas gehört, was mir nicht gefällt. Da ist es. Da ist es. Bösewicht wurde gesichtet. Der Mannequin. Das Mannequin. Die Schaufensterpuppe, keine Ahnung. Okay. Irgendwie tut es mir leid, dass das Ding hier so rumhängt. Ich werde sie nicht zusammensetzen. Ich examine. Ich kann das Ding tatsächlich untersuchen. Aufheben. Also, du gehst in das alte Haus deiner Großmutter, glaube ich. Oder Mutter, ich weiß es auch nicht. Und findest das hier. Und dein erster Gedanke ist, zusammenbauen. Das ist ein furchtbar dummer Plan. Aber ich mach's, weil ich ein Charakter in einem Horrorspiel bin. Und nicht der Intelligenteste. Wow, du siehst unheimlich aus. Ja, das ist doch das Ziel. Außerdem T-Pose auf die Hater. So. Das ist doch das Ziel, dass das Ding gruselig aussieht. So. Ich habe gerade das Spiel angefangen, glaube ich. Indem ich das Ding zusammengesetzt habe, habe ich offiziell das Spiel angefangen. Da ist es, Boys. Da ist es. Abgeschlossen. Wo ist der Mannequin hin? Das Mannequin. Jo. Ab jetzt geht der Spaß los. Diese Musik kommt von unten. Tatsächlich, das tut sie. Aber wo von unten? Von hier. Wo wir Licht haben und alles, weißt? Ist das denn gerade in der Zeit zurückgereist, das Haus, weißt? Jo, ist ein Radio. Okay. Ist eine Filmrolle. Gratulation. Ist eine Kamera. Kombiniere Kamera mit Filmrolle? Keine Ahnung. Licht aus? Nein? Ich weiß es auch. Was passiert? Der Raum war doch... Ich war doch vorhin schon mal drin. Der Raum war komplett anders, ne? Wir sind quasi in der... Ja, spektakuläres Bild. Wir sind quasi in der Zeit zurückgereist. Ah! Das soll ich machen. Ich soll das Ding verstellen. Boah, ist das laut. Ah ja. Das ist so unglaublich laut. Ich muss ein Stück weg. Okay, irgendwas ist passiert. Das ist, glaube ich, das lauteste Radio der Welt. Okay, sonst noch irgendwas. Nein. Ich weiß nicht, ob das mein Ziel ist. Ob ich jetzt mein Ziel erfüllt habe? Ich gehe mal weiter runter. Ich meine, warum nicht? Ich weiß nicht, ob das mein extra Raum war oder ob ich dahin sollte. Es war, glaube ich, mein extra Raum, weil jetzt ist das hier ein Ding. Schön. Monsieur Monaco. Hello. Atmet tief ein. Genauso wie die Frames, die atmen auch gerade ein bisschen tief ein. Lisa, das bin ich, ja, anwesend. Okay. Ja, anwesend. was passiert? Ich kann hier nichts machen, ich kann mir die Szene ansehen. Oma geht's hier gut. Außerdem läuft jetzt überall hübsche Musik. Okay. Das hier ist unverändert. Ich gehe weiter runter. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach mal.
Der Raum ist jetzt auch wieder hergestellt, oder was? Oh nein, da werde ich nicht runterlaufen. Nicht in einer Million Jahren. Ja, der Raum ist auch wieder hergestellt. Das Zeug war vorher nicht hier. Nein, echt? Das ganze Haus ist in der Zeit zurückgereist. Ruhe. Ich kann es nicht ruhig stellen. Okay. Schön, durchaus, das ist ein Osterinselkopf. Schön. Irgendjemand hier hat echt Sinn für Stil. Das sieht aus wie ein vertikaler Hotdog. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Es tut mir leid. Sieht irgendwie aus wie eine gequetschte Version von Texas? Keine Ahnung. Okay. Gehen wir in den Keller. Jo, warum nicht? Ne, mal schauen, was Oma so im Keller hat. Ach, wieso? Wieso? Oh je. Yeah. Ja. Ja, das. Da, ja. Mhm. Das ist toll. Das. Au. Uff. Weißt du das? Was willst du von mir? Okay. Ja. Ja. Okay. Jo. Alles klar. Zu. Abgefallen. Okay. Ich kann irgendwo rein. Was willst du von mir? Schreit und verschwindet. Okay. Tür ist offen. Oh, ich bin mir sicher, ich kann zur Tür rauslaufen. Oh ja, ist ja nur ein Horrorgame. Ich bin mir sicher, es wird nicht schlimm. Ich wette diesen schwarzen Feinliner darauf, dass ich mich jetzt umdrehe und das Ding steht da. Ich bin der absolut Beste. Spielen wir ein Spiel, oder? Okay, von mir aus. Hi! Was? okay. Oh, ah nee, Lampe ist noch da. Ich dachte schon. What? Dad, wirst du uns helfen einzuziehen? Er ist zu beschäftigt, mit deiner Kamera rumzuspielen. Komm schon, wir müssen noch einiges reinbringen. Es sind alles Mannequins, ne? Okay. Oh, das ist aber cool, gell? Das ist aber cool. Okay, mach ein Foto. Und hier, leg das Ding weg und hilf uns. Das ist aber cool. Immer wenn ich mich wegdrehe, passiert irgendwas. Was passiert? Könnt ihr mich hören? Nein, weil es Mannequins sind. Und jetzt ist die Tür verbarrikadiert. Dankeschön. Ich werde nicht mehr rausgelassen. Eine Filmrolle. Was macht die hier? Mitnehmen. Vielleicht kann ich das irgendwie oben entwickeln lassen. Stimmt, da oben war ja eine Dunkelkammer, die man eigentlich ja geschlossen halten sollte. Das war eins weiter oben. Die man ja eigentlich geschlossen halten sollte, stand da, ne? Aber ich nehme jetzt diese Filmrolle, levitiere sie vor mich durch die Kraft meiner Gedanken und gehe da rein. Keep shut. Das Ding hat sich wegbewegt. Danke, Mannequin. Finde ich extrem geil. Sehr hilfreich. So. Wie entwickelt man einen Film? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man einen Film entwickelt. Das ist nicht mehr meine Zeit, okay? Canister Projector. Okay. Canister Projector. Place. Okay, belichten. Alles klar. Untersuchen. Okay. Dann warten. Dann Tray Nummer A. Wir warten. Okay, und dann ist das Foto auch fertig. Sind das nicht mehr Schritte? Ich meine, ich weiß... Aufheben. Ja, sicher doch. Jetzt muss ich diesen Ort finden. Ich meine, ich weiß ja nicht wirklich, außer ich habe wieder was gehört. Ich weiß ja nicht wirklich, wie es funktioniert, aber ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Und das ist wieder oben. Das ist wieder ganz oben. Das ist der Vorhang ganz oben, ne? Wo ich ursprünglich den Mannequin gefunden habe. Das Mannequin, die Puppe halt. Das gruselige Ding. So, hi. Na, Ladies? Alles scharf? Alles gut? Stell dich mal richtig hin. Ich bin gerade in der Zeit gereist. Ja, ich bin in der Zeit gereist. Okay.
Was läuft hier? Bitte die füße nicht auf die Stühle. Und das ist Lady Sophie. Okay. Es ist so schön, dass ihr mich zu einem Tee einladet. Spiel ruckelt wie Hölle, by the way. Ey, ist wunderhübsches Kleid. Der Effekt ist aber cool. Der Effekt ist richtig cool. Wie lange muss ich das Ding noch? Ich lasse es mal hier liegen. Weil ich will das Ding jetzt nicht ewig mitschleppen. Dieser Effekt, wenn es dann in der Zeit zurückspringt, ist richtig nice. Ach komm! Was? Das ist, glaub ich, das unerwartetste Ende von einem Spiel ever. Okay, das ist also nicht das volle Spiel, das ist nur eine Demo. Das steht auch, glaub ich, unten. Wenn ich jetzt ins Hauptmenü gehe, da steht auch, es ist nur eine Demo. Aber das war cool. Es war nicht wirklich gruselig. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen unheimlich und gruselig. Es war unheimlich, aber nicht gruselig. Weißt du, was ich meine? Vor allem halt klassisch Horrorspiel. Es ist halt vorhersehbar. Die Tür geht zu, du drehst dich um, da steht was. Ist klar. Aber der Effekt war cool, dass du quasi das Haus hast, was zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her wechselt. Und dass du quasi, dass dir die Puppe versucht, mit Puppen zu erklären, was passiert ist, dass da irgendwas passiert ist. Man hat es ja vorhin in den Nachrichten gehört, irgendwas ist in diesem Haus, also das furchtbar laute Radio hat es ja gesagt, irgendwas ist in diesem Haus passiert und die Puppe wollte wahrscheinlich, dass ich das rausfinde. Sie wollte mir nie was Böses. Okay. Das ist aber cool. Ich finde auch den Stil nice, das ist so ein bisschen fast schon Comic-artig teilweise, aber dann auch wieder nicht. Aber das war eigentlich ganz nice. Ich glaube, das könnte ein ziemlich nices ganzes Spiel abgeben. Wenn man halt, ja, eben diese Mechanik noch weiter nutzt, dass das Haus wechselt zwischen Vergangenheit und Gegenwart, weil das fand ich cool. Auch dieser Effekt, wie das dann ausgesehen hat, das war gar nicht schlecht. War nicht wirklich Horror. Also es wurde als Horrorspiel angepriesen. Ich fand es nicht wirklich gruselig, aber unheimlich. Also wenigstens das. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Es gibt so Momente, da fällt mir nichts Lustiges ein, was ich nach dem Ende sagen kann. Das hier ist einer davon. Also, ciao!